Ja, auf jeden Fall haben wir ja schon viel gesehen. Es ist ja. Es ist auf jeden Fall was wert, dass wir hier. Es ist auf jeden Fall ein gutes Let's Play bisher auch schon gewesen. Egal, ob wir das zu Ende schaffen oder nicht. Also ein bisschen werden wir noch kommen. Also ein paar Parts wird es auch noch in der Streamaufzeichnung geben. Also wir haben ja jetzt, also wenn ich jetzt mal kurz auf den Kalender gucke. Das 11. Februar ist ja noch ein Weilchen. Das ist ja jetzt, wir haben jetzt gerade den 17. Januar, das ist fast noch ein Monat. Also das ist, also wenn wir den nächsten Mittwoch nicht machen, dann haben wir Sonntag noch einen Stream, am 27. noch einen Stream, am 31. noch einen Stream. Haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, ja, vielleicht 5, 6 Streams noch so, vielleicht 4. Wenn ich zwischendurch Mittwoch mal ein bisschen mal wieder einkaufen muss und so. 4, 5 Streams haben wir noch, das ist also 4, 5 Streams, 2 Stunden. Vielleicht schaffen wir es sogar bis zu Ende, das könnte also fast, also. Nein, das ist unverzeihlich. Wir werden zumindest sehr knapp bis vors Ende kommen. Also wir werden hier dem Ende ziemlich nahe kommen. Das sage ich euch. Recht schnell. So, ich Ich hab's habe das geschafft. ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien Schreiner. suchen uns immer noch heim. Tja. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Ja, Eine natürlich. böse Frau. Eine Natürlich Hexe. ist sie dafür Vielleicht verantwortlich. kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Natürlich, wer sonst? Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? 300. Na gut. Dann fragt halt den Vatikan. Sprecht, schnell. Adieu. Fragt halt den Vatikan nach. Die haben hier noch Geld. Ich sollte die Hexe besuchen. Abigail. Zurück zu Abigail. Okay, dann machen wir es heute noch. Spieler? Okay, Abigail's Haus, da müssen wir hin. Tatsache, das ist Abigail's Haus. Gut, dann wandern wir jetzt hier noch ein bisschen. Auf zu Abigail's Haus machen wir die Hauptquest weiter. Nebenquests lassen wir jetzt hier erstmal raus. Mit der Hauptquest geht's weiter. Wir brauchen unbedingt den Pass, um ins, in die Stadt reinzukommen. Das sollten wir mal langsam schaffen. Ich finde es immer noch schade, dass wir keinen Dorfbewohner abschlachten können. Dass wir nicht einfach das Schwert ziehen können. Und einfach drauf loskämpfen können. Vielleicht werde ich mit meinem Schwager Ziegel backen in den Sümpfen. Ziegel backen? Wie soll das denn gehen? Dass man hier einfach mal einen Streit anzetteln kann, dass man einfach mal, wenn man Bock drauf hat, einfach mal sagen kann, ja, ich bin böser, ich spiele das hier jetzt böser Charakter durch, ich schlachte hier jeden ab, ich schlachte den Geistlichen ab, ich schlachte alle ab. Das ist einfach, ja, mach mir ein fröhliches Leben. Ja, Geistliche abschlachten und ein fröhliches Leben führen. In die Stadt eindringen, die Wachen abschlachten, das Tor öffnen. Und hinein. Stark genug sind wir ja scheinbar. Dass es diesen Weg nicht gibt, ist schon traurig. Könnte man den Evil Mode machen. Das war da mal. Für Ärger sorgen. Und uns den Weg einfach selber bahnen. Statt auf geistlich angewiesen zu sein. Abigail. Was wollt ihr? Deine flackernden Haare sehen. Der Geistliche glaubt,
Ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Ich glaub das nicht. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ich hoffe, ja, aber diese Bestie überfordert. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was na toll, jetzt werden wir hin und her geschickt. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe. Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Na, sehr schön. Wir kommen also noch nicht in die Stadt. Sie kommen heute vor wahrscheinlich dem noch in die Stadt. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Kräuterkunde. Links klickt auf bestimmte Pflanzen, um Kräuter zu sammeln. Tipp, die Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ihr müsst Wissen über die entsprechenden Pflanzen besitzen, das ihr in Büchern finden könnt. Ihr könnt Kräuter auch von Kräuterkundlern kaufen. Was wollt? Ich kaufe das Buch. Haben wir schon gekauft, oder was? Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir noch kaufen. Das ist ja scheinbar ein Questgegenstand. So, Quests. Ich muss der Hexe 5 weiße Myrtenblüten bringen. Okay, Quest auf der Karte verfolgen. Das wäre nicht schlecht. Ach, dort, bei der Kneipe, beim Schmied. Na, sehr schön. Das ist ja ganz in der Nähe. Dann hin dort. Auf uns davon. Ja, das ist die richtige Richtung. Ein paar Blüten sammeln. Blüten sammeln ist jetzt hier. Quest. Na, sehr schön. Jetzt sammelt er schon Blumen. Sind das die wir pflücken können? Nicht hier im Pub scheinbar. Myrtenblumen. Ja, hier. Da soll es Blümchen geben. Hier ist eine Fackel. Warum können wir die nicht mitnehmen? Das ist doch schade. Oder könnt ihr mir was verkaufen? Gibt's hier was zu verkaufen? Vielleicht sollte ich seine Bekanntschaft machen. Kennerin. Ade. Ich sollte mich sputen. Ein Kräuterkundler hier. Sultan ist hier. Sultan der Zwerg. Bauer, ein Reisender. Ein Bauer. Kaufmann. Bauer. Bauer. Reisender, Trunkenbold. Geiger. Hört einfach zu. Okay, Barde. Singt für mich. Soll ich für euch singen, Herr? Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag? 5 Orens. Let's go. Eine Schlange, wüst und kalt, biss eine Hexe ins Bein. Die Hexe verflucht sie mit einem Zauber. Das ist ja scheiße. Und sagt, bald wirst du gestorben sein. Das war eine ja schlecht. Eine Schlange, wüst und kalt, biss eine Hexe ins Bein. Aha. Vielleicht kann der uns helfen. Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden, Kaufmann. Ich meine die Familie. Wie kann der uns verhelfen? Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich.
Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Nicht noch eine Sidequest. Dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Abgemacht. Ja, später dann. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima bitte... Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Okay, weitere Sidequest erhalten. Ach nein, das ist keine Sidequest, das ist eine Hauptquest. Sehr schön. Aber erstmal müssen wir die weißen Blüten finden. Und das ist der Vergangenheit. Zond Orens. Müssen wir jetzt tatsächlich dorthin. Gut, Blüte müssen wir finden. So, können wir hier im Inventar irgendwie das Buch mal lesen. Jetzt hilft es uns weiter. Das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schildkraut, Balisa, Krähenauge, Berberrohr und Seewand. Es ist möglich, es aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Zutateneintrag hinzu. Aha, Neueintrag Zutaten. Aha, okay. Wir müssen immer noch die Blumen finden. Hat es nicht gesagt, in der Nähe vom Dorf? Dann trink was. Hol dir was zu trinken. Abgeschlossen. Aha, okay. Und wo finden wir unser Blümchen? Da ist ein roter Punkt auf der Karte. Jetzt nur vielleicht mal hingehen. Bin ich ganz unwesentlich. Aber wo ist er? Wäre nicht gerade im Kreis. War da nicht irgendwo hier drüben? Ich vergeude meine Zeit. Dann renne ich hier nochmal zurück. Oder war das was im Dorf? Irgendwo habe ich hier gerade am Tor einen roten Punkt gesehen. Seid wachsam. Ja, hier. Punkt ist im Gasthaus. Na toll. Da waren wir doch gerade noch. Kalkstein. Was für? Kann er mir helfen? Man sagt. Ich komm. Was haben wir? Er hilft uns nicht weiter. Antiquar. Reisender. Schankwirt Olaf. Wer ist das, der uns hier helfen kann? Vanessa Hut. Was kann ich euch bringen? Sieht nicht danach aus, was wir brauchen. Ich würfle nicht. Sicher. Kennerin. Und was kann ich für euch tun? Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Obst und Nüsse. Hübsch. Was kann ich? Hier kann ich Sachen lagern. Okay. Ein Huhn.
Wer ist das, mit dem wir hier reden müssen? Ich sollte. Auch so ein Buch. Und das haben wir ja schon. Sicher? Ich bin pleite. Vielleicht ein andermal. Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Darum bin ich ja pleite. Nein, es gibt keine Mission. Die Hexenhörer hat ein Auge auf mich. Sollten wir vielleicht erstmal seine Quest machen? Neuigkeit. Noch. Noch. Neuigkeit? Okay, er hat Blumen. Gänseblümchen, Orchideen. Das sind nicht die Blumen, die wir brauchen. Aber Ringe hat er. Silberner Bernsteinring. Silberring. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Mhm. Goldring. Silberner Ring mit Rubin. Silberner Bernsteinring. Goldener Saphirring. Können wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Wenn der Frau ein Geschenk machen. Silberkette. Silberbernsteinkette. Goldkette. 400. Oh, so viel haben wir gar nicht. Wie wär's denn hier mit dem silbernen Ring mit Rubinen? Das klingt doch sehr toll. Was? Aber wir haben doch noch Platz. Ach, schade. Dann machen wir vielleicht erstmal die andere Quest. Im nächsten Stream wahrscheinlich dann. Besiegen erstmal die Kreaturen dort unter der Brücke. Ach, das war die Pflanzenquest, wo wir schon mal versagt haben. Aber ja, da habe ich Angst vor. Ihr müsst Nuavardens Gefährten in der Kaverne unter der Stadtmauer finden. Wir müssen nur den Gefährten finden. Die Monster besiegen müssen wir nicht. Ha, und mit dem Feuerdings geht's. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja gut. Ich würde es aber jetzt in diesem Stream nicht mehr machen. Ich würde die Aufnahme des Streams erstmal beenden an dieser Stelle. Einmal meditieren hier. Ein bisschen ruhen. Bis zum Morgengrauen. 21 Stunden. Die ganze Nacht durchschlafen. Den ganzen Tag durchschlafen. Gut, na dann. Dann sage ich mal, damit ich noch oben sollte euch gefallen haben. Daumen nach oben und dann wird man euch loben. Ja. Gut, habt ihr noch einen angenehmen Tag und ja, man sieht sich im nächsten Part wieder. Im nächsten Aufnahmen, nächsten Stream. Gut, wie gesagt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei, da streame ich unter der Woche auch ganz gerne mal häufiger. Gut, dann machen wir im nächsten Stream weiter mit den möglicherweise habe ich von eurer Mini-Quests. Gut, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.